Wir haben unsere ganzen Materialien noch, die wir noch brauchen. Und ich hoffe auch mal, die Küche reicht aus, um unsere 60 Häftlinge zu versorgen. Ansonsten müssen wir die noch ein bisschen vergrößern. Ah, das wird, denke ich, kein großartiges Problem. So. Und was das jetzt soll, habe ich natürlich auch keine Ahnung. Ich finde es schade, dass er das nicht automatisch von alleine wegreißt. Das ist schade. Null von sechs Wachen. So, was ist jetzt hier los? Ach komm schon, Mindestgröße 5 von 5. Okay, also Wände, Türen, Gebäude, Betonmauer, so. Macht er das jetzt so auf oder macht er das nicht? Ja, jetzt kommen die natürlich hier nicht rein, weil kein Wärter jetzt die Zeit hat, das Ding hier aufzumachen. So, was ist jetzt hier los? Mindestgröße 5 von 5. Natürlich haben wir da jetzt nichts, aber wenn ich jetzt auf Gebäude gehe, also ich bin immer noch nicht ganz durchgestiegen, wie das Ding hier funktioniert. So, Betonier. So, jetzt gucken wir nach, dass die hier sich ein Fundament endlich mal neu bauen. Ah, ich sehe, jetzt funktioniert es gleich, oder? Umschlossen von Wänden. Wänden und Türen eingerahmt. Aha. Na, was ist denn das jetzt hier? Ach so. Stopp. 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 Wir müssen jetzt auf Räume gehen. Jetzt auf die Verwahrungszelle. Okay, das hatten wir auch nicht mitgenommen. Wunderbar. Jetzt funktioniert's. Das können wir jetzt auch wegwerfen hier. Gut, man sieht auch jetzt hier schmutzige Häftlingsuniform. Das heißt, wir müssen jetzt auch gleich noch eine Wäscherei mitbauen. Hier oben gibt es ein Problem. Ach so, ein Hammer. Deswegen habe ich ja eigentlich auch hier eine Personaltür, damit die hier hinten durchlaufen können. So. Das hier ist soweit fertig. Ich mache nochmal Pause hier. Ich mag das nicht, wenn das weiterläuft, denn ich kann da nichts dran verändern. Wände und Türen. Betonwand. Jetzt ziehen wir uns erstmal die Wand hier bis gerade runter. Jetzt kommt ja jede zweite. Wird hier eingezogen. Für die Einzelzellen. Jetzt kommt die für den Durchgang. Die ich auch, ich denke mal, auflasse. Muss man halt einfach mal schauen, wie es jetzt wird und aussieht. Okay, das ist natürlich jetzt hier mit drei ganz schön. Ja, das kann man auflassen hier. Und jetzt können wir hier noch die nächsten Wände reinziehen. Was dann letztlich alles andere wird. Gut. Können wir hier lang gehen und hier hoch. Die Arrestzellen brauchen, glaube ich,
Kein Strom. Gut. Haben wir jetzt schon den Auftrag mal abgeschlossen? Ja, ich habe nicht genug Mahlzeiten, um dir satt zu machen. Warum denn nicht? Ich habe nicht genug Mahlzeiten, um alles satt zu bekommen. Okay, die Zellenqualität, einige sind noch nicht besetzt. Ich weiß auch, was es jetzt bedeutet, wenn dort 2 von 1 steht oder so. Das ist nämlich dann, dass er sich so gut verhält, dass er doch sich mehr leisten kann und mehr haben möchte. Aber ich schaue jetzt erst einmal Sicherheitssektoren, geteilte Voreinstellungen, Bereich freigeschaltet zuweisen. In offenen Bereichen stehen sämtliche Türen rund um die Uhr offen. Ah, okay. Das kann nämlich. Die stehen rund um die Tür offen, die stehen rund um die Tür offen. Genauso wie die rund um die Uhr offen stehen. Die nicht, die nicht. So, niedrige Sicherheitsstufe sind die. Schutzhaft. Okay, Personal. Bereichen für Personal, geeignetes Personalraum, Sicherheitsbereich, die Waffenkammer und Zwinger. Ja, okay, das ist dann quasi hier oben, wo sich unser Personal halt aufhält alles, ne? Okay. Gut, wir brauchen dann noch einen Personalraum, den baue ich dann gleich. Hier die Tür, die werde ich denke ich mal entfernen und werde daraus eine Personaltür machen, dass dort nur das Personal weiter kann. Weil wir können dann, wenn es dann in den nächsten Zellenblock geht, das hier noch erweitern und in den nächsten Zellenblock reinführen. Der dann quasi so ähnlich aufgebaut ist wie hier oder noch ein bisschen abgewandelt dann auf der anderen Seite. Das wird erstmal nur für unsere netten Lieben mit der niedrigsten Sicherheitsstufe. Wir brauchen jetzt auch noch eine Wäscherei. Und das versuche ich alles zentral hier mit dran zu setzen, dass die nicht so weite Wege haben. Dann nehme ich aber auch die vorgefertigten Schnellräume dann. Die hier unten sind ja auch bald fertig. Also haben wir jetzt hier einen Personalraum für unser Personal. Das setze ich aber hier oben hin. Wand. So. Hier kommt das hin. Unsere medizinische Abteilung brauchen wir noch nicht. Einen Laden brauchen wir dann noch für hier unten. Den baue ich aber, wie schon gesagt, auch selber. Vielleicht reiße ich da aber einfach ein paar Zellen weg oder. Ja. Ich könnte mir dann auch hier unten hinsetzen. Dass ich den dann hier reinsetze. Das ist ja dann nur. Auch kein Problem. Wie man es macht, ist dann sowieso jedem selber überlassen, wie man die Räume macht. Von daher ist das easy peasy. Gut, unser Personalraum. So, was brauchen wir jetzt noch? Ich habe da noch irgendwas noch gerade geschaut oder gesehen. Also unsere Kantine reicht angeblich nicht aus. Gut, wir könnten die jetzt noch erweitern eigentlich. Ach, jetzt weiß ich, was ich sparen wollte. Haha. Und zwar müssen wir jetzt auf normale Räume gehen und jetzt bräuchten wir die Wäscherei. Und wenn wir jetzt eigentlich schauen, müsste er doch eigentlich uns die Info sagen, wie groß die sein muss oder nicht. Ne? Okay. Dann müssen wir die Wäscherei. Oder setzen wir die alle noch hier entlang mit ran? Dass wir den Hof einzäunen.
hier die medizinische Abteilung. Wobei ja die medizinische Abteilung vielleicht. Gut, alles klar. Ich habe mir es gerade überlegt. Ich baue hier auf alle Fälle noch was mit hin. Und das hier oben. Und zwar aufpassen, Wendetüren. Ne, wir brauchen. Gebäude brauchen wir, so Beton. Okay. Und zwar, jetzt muss ich schauen. Das ist der hier. Eins, zwei, hier. So. Ne, hier. Und so, und zwar bis runter. Na, warum nicht? Ach so, da kann es nicht bauen, weil das blockiert ist von davon. Das wird jetzt hier ein Gang, wo unser Personal entlanglaufen kann. Also so ein bestimmt normaler Personalgang. Aber ich glaube, den mache ich noch ein Stück breiter. Den mache ich noch ein Stück breiter, dass das so hier wird. Genau. Das wird unser Personalgang. Der geht jetzt bis hier hin. Okay. So, unsere Häftlinge machen hier gar nichts. So, der allgemeine Zustand unserer Zellen ist schlecht. Also gehen wir mal auf Berichte und machen wir was mit der Tagesordnung. Und zwar, wo ist Essen? Freizeitessen. Ja, 2 Stunden Essen dürfte eigentlich reichen, dass die alle zum Verpflegen kommen. Jetzt muss ich nur schauen, wo das jetzt war, wo wir unsere Zellen ansehen konnten. Ach, ich glaube, das war hier, oder? Logistik, genau. Logistik. Der allgemeine Zustand unserer Zellen ist schlecht. Das sagt wer? Was ist denn hier los? Ach was? Was ist denn das jetzt? Zellengröße ist okay, Standardfenster, Durchkopf. Okay, das wäre wohl für eine Dreifache. Jetzt muss ich mal hier die Räume wieder rückgängig machen. Aber das geht nicht, ne? Kann ich denn das jetzt hier? Räume, Zelle, Räume ausräumen, Raumbereich zeichnen, schade. Na, ist ja nicht so wild. Dann sollen die sich dann halt hier entteilen. Jetzt gehen wir auf Wände und Türen und jetzt haben wir ja noch diese Einzelzellentür hier. Da kommt da eine rein, da eine rein, da eine rein, da eine rein, da eine rein. Ein bisschen schneller laufen lassen jetzt hier. So. Dann kommen unsere Ronnies nämlich auch nicht mehr heraus. Wenn die wirklich richtigen Quatsch gebaut haben. So, da eine Standardtür, da eine Standardtür. Holt denn der die jetzt her? Erstaunlich. Erstaunlich.